Ich träumte von einem ruhigen Leben. Ich mag euer Top. Ich hab noch eins, wenn es euch gefällt. Wo befindet sich das denn? Noch mehr davon und mein Handschuh geht kaputt. Wo habt ihr das Ding her? Oh, wisst ihr, gefunden. Geht auf Reisen, holt euch Kicks, sucht Abenteuer. Aber das hier verschweigen sie einem. Das ist der Turm von Ormast. Das fruchtbare Gebiet ist ganz oben. Wenn Ormast ein Gott ist, warum rettet er seine Stadt nicht? Ormast kümmert sich nicht um Stein und Holz. Anscheinend kümmert ihn auch sein Volk nicht, wenn ich mir unsere Lage so anschaue. Weiter so. Redet nur weiter so und ihr habt schon bald zwei Götter zum Feind. Ormast! Bist du da draußen? Müssen wir mehr von den Lichtkeimen sammeln? Sie helfen uns. Erzählt mir mehr von euch, Illika. Reden können wir später. Jetzt müssen wir erstmal weiter. Okay, ich glaube, die Dialoge sind erschöpft. Ja, Altarmädchen und Gold. Nein. Ach, hier muss eine Menge Arbeit rein. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, der Turm ist nicht besonders stabil. Achtung, Einsturz. Oh. Das kam jetzt unerwartet. Stoßt ihn in die Säule! Wollt ihr ihm den Rücken kratzen? Tut es einfach! Komm, butt. Komm, butt. Stoßt ihn in die Säule! Reicht schon eine? Nein. Wie kann man dieses Ding bloß aufhalten? Aber es ist zum ersten Mal, dass er Leben verliert. Die anderen Male war er ja von voll auf tot. Ariman hat hier keine Macht. Ormast ist Staub. Ruinen. Warum folgt ihr? Was bringt das eigentlich, wenn er das macht? Ist er danach irgendwie krasser oder so? Hallo, kommst du bitte her? Zermatscht uns! Hoffentlich fällt ihr einmal weiter noch drauf rein. Oh oh, er ist wütend. Ich brauche ein größeres Schwert. Ihr habt eure Seele verkauft, um so auszusehen? Ach, man kann sogar den Gegner verspotten. Lustig. Wenn du da bist, jetzt wäre ein guter Moment, um zu helfen. Ormast ist taub für die Seine. Nur Ariman. When? Bin ich mal gespannt, ob ich dann oben nochmal gegen ihn kämpfen muss. Was jetzt? Wir haben keine Säulen mehr. Wenn sterben, dann bitte nicht unter einem Haufen Steine. Ich mag meine Figur. Die Mädchen mögen meine Figur. Wie viele Götter habt ihr verärgert? Ach, hauen wir einfach hier ab. So, weiter hoch. Das war gesagt. Gott, ich freue mich dann schon wieder. Ich sehe keinen Weg hinunter. Diesen Turm wieder hochzugehen. Zum fruchtbaren Gebiet. Runterzugehen. Na gut, wer braucht schon Treppen? Wir können über diese Mauer da. Gut, vielleicht ist der Weg nach unten sogar schneller, als ich dachte, wenn das weiter so alles auseinanderfällt. Ja, genau, aber betet doch bitte gleich für uns beide. Sehr großzügig von euch, mein Leben für euren Gott zu riskieren.
Er stichelt übrigens gerade, ohne dass ich irgendwas sage, ne? Oh Gott. Fürchterlich. Wie weite Strecken man mittlerweile zurücklegen muss, ohne dass man einen Checkpoint hat, sag ich mal. Sondern man muss halt dann ja auch jedes Mal wieder von vorne anfangen. Okay, dass mich das jetzt nicht erwischt hat, interessant. Oh. Er ist wütend. Nur ein Scherz sein. So viel dazu. Wie war das, Elika? Das ist oben. Ja, fürchterlich, oder Sarah? Der hat sich nicht unter Kontrolle. Das Ding bewegt sich nochmal. Aber er ist jetzt weg, anscheinend. Beschädigt. Das wird sich gleich zeigen. Dann haben wir danach das letzte Gebiet vom Krieger und danach ist er besiegt. Na? Das muss auch mal erwähnt werden an der Stelle. Noch mehr Lichtbobbeles. Sollen wir hier raus, bevor Ormast seinen eigenen Turm auf uns stürzt? Von allen, die Ormast schicken konnte, wählt er ausgerechnet euch? Mich? Mich hat niemand geschickt, Prinzessin. Oh, ihr habt euch also nur in der Wüste verirrt, einfach den Esel verloren und dann hergefunden. Wenn Ormast wirklich helfen wollte, hätte er 1000 Männer geschickt. Eine ganze Armee. Manchmal muss es nur der Richtige sein. Okay, glaubt weiter, es war euer Gott. Ich glaube weiter, es war einfach nur Pech. Das schwarze Tor ist offen. Ist das was Gutes? Wir können in das Versteck des Verdammten. Und wenn wir das fruchtbare Gebiet dort geheilt haben? Dort gibt es kein Gebiet. Die Essenz des Ortes steckt in dem Verdammten selbst. Und er wird uns die einfach nehmen lassen? Viel mehr davon und ich werde mein Schwert nachschleifen müssen. Ja, also jedes Gebiet hier, siehst du ja, jedes Gebiet hat 4 Stück und dahinter ist dann noch 1. Und dieses eine ist, glaube ich, der Boss dann selber. Und der taucht ja nicht in den anderen Gebieten mehr auf, sondern eben nur in seinem eigenen. Und für den Krieger war es das dann quasi, also der Krieger ist weg. Aber das muss ich ja trotz allem noch mit den ganzen anderen auch noch machen. Also haben wir schon ein bisschen was vor uns. Vor allem, wenn ich dann auch noch relativ viele Lichtkeime mitnehme. Einsammle. Ups. So. Schauen wir mal, ob da draußen noch ein Lichtkeim ist. Wenn ich hier drum rumlaufe. Oh, da war, glaube ich, einer. Was für eine fiese Stelle, hey. Da ist auch nochmal einer. Ja, da oben drin war noch einer, ja, aber da bin ich nicht hingekommen, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte.
Ich muss jetzt eh nochmal hoch, dann nochmal runter und dann dürften wir wahrscheinlich die meisten haben. Das Gebiet war ja jetzt dann doch recht überschaubar. Es war ja an sich nur der Turm. Okay. So. Jeder Keim hilft uns. Dann habe ich sogar bald die dritte Kraft. Das sind zwei Richtungen hoch. Ich gehe mal die Richtung. Okay, da geht's wieder runter. Da ging es jetzt nicht weiter, ne? Habe ich. Nee. Ging es nicht weiter, hätte ich jetzt gesagt. Aber da war ja Lichtbobbel, also hat sich's gelohnt, so oder so. So, nun hier. Festhalten! Und jetzt müssen wir uns ein bisschen genauer umgucken, weil jetzt können sie wahrscheinlich überall sein. Ich wette mit dir, da drüben ist auch einer. Ich wusste es. Nicht nur einer. Meine Kraft wird größer. Ja, und hier geht's wieder runter. Okay. No. Oh mein Gott. So. Nun nach oben. Keine Ablenkungen mehr. No, ich bin in die falsche Richtung. Ah. I am the best player of the world. So. Nun aber. Hä? Komm ich da so gar nicht mehr hoch? Nee. Komme ich nicht so hoch. Okay. Dann. Eben nicht. Aber ja, der Turm wurde ja auch zerstört. Also der ursprüngliche Weg ist nicht mehr. Na gut, dann bin ich jetzt 17 Mal umsonst nach oben gekraxelt. Dann gehen wir nun eben runter. Muss ich mal gucken. Vielleicht komme ich jetzt damit nach oben. Hm, hier liegen aber viele einfach nur so rum. Ja, diese rauen Stellen zeigen, dass man da lang kann. Man hat aber an der rauen Stelle auch gesehen, dass die nicht mehr richtig aufliegt, sag ich mal. Jetzt geht's los! Weil der Turm sich ja verändert hat. Und das war einfach zu hoch. Ups. Genau so! Danke. Ich muss irgendwie da oben drauf. Aber how? Fragen über Fragen. Von da würde ich da hinkommen, aber... Ah, vielleicht von da, warte. Oh, das ist auch wieder zu hoch. Ach nee, warte mal. Hier kann ich ja so machen. Mhm.
So, nun aber. Gut. Dann möchte ich da drüben drauf. Dann möchte ich hier drauf. Dann möchte ich da drauf. Hier. Und schauen, dass ich einen richtigen Winkel habe. Da. Ich habe es nicht ganz hoch geschafft. Ich habe es nicht ganz hoch geschafft. Oh Gott. Gute Arbeit! Und wieder! Und los! Nicht runterfallen. So. Wenn ich es jetzt aber nicht schaffe, dann lasse ich den erst einmal. Wegen einem Lichtkeim gehe ich den Weg jetzt nicht nochmal. Also so. 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 Ich komme nicht ganz hoch. Diesen Grundstimme von dem Charakter, von dem Hauptcharakter, ja, die kennt man. Das ist zum Beispiel, Und rüber! Oh, wie heißt der nochmal? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Owen Wilson. Owen Wilson zum Beispiel. Gehen hat die Musik stark an Fable irgendwie. Komme ich jetzt denn hier eigentlich wieder hoch? Gar nicht. Ich glaube, manchmal muss man sterben. Oh mein Gott. Das gefällt mir gar nicht. Okay. Da kann ich nicht lang, hier lang. Die Synchronstimme passt vor allem, aber vor allem auch zu sarkastischen bzw. lustigen Charakteren. Die Synchronstimme kann man wahrscheinlich weniger ernst nehmen bei einem ernsten Charakter. Gehe ich jetzt mal davon aus. Aber für den Charakter ist die super gewählt. Die Synchronstimme von ihr. Oh, ich glaube nicht, dass ich es erwähnt hatte beim letzten Mal. Ist aber auch eine bekannte Synchronstimme. Wüsste ich jetzt nur nicht. Ein Beispiel. Müsste nochmal hören. Vielleicht wird mir dann eine einfallen. Ist aber auch eine sehr bekannte Synchronsprecherin. Tatsächlich nicht. Aber du hattest dich ja selbst. So, wie viele habe ich jetzt in dem Gebiet? Ich habe das Gefühl, ein paar. Ja, 40 von 45. Wo könnten schon wieder die letzten sein? Bin da nicht weitergegangen, ne? Komm, ich gehe da mal bis zum Ende. Vielleicht ist es, oder kommt es da ja noch? Rüber da!
So. Ich könnte höchstens schauen, ob ich damit dann halt jetzt bis nach ganz oben wiederkomme. So. So. Nope. Schauen wir mal, wo mich das jetzt hinführt. Okay, an dieselbe Stelle. Da oben ist noch ein Lichtkeim. Und ich wette mit dir, da komme ich mit dem hin. Aber das habe ich hier noch nicht. Dann werde ich hier auch erstmal weitermachen. So. Welche Richtung? Diese. Gut. Dann beenden wir mal das Dasein des Kriegers. Endgültig. Da hinten sind... Ja, da ist die Tür. Ich sehe es schon. Wieso ist das Bild gerade grau geworden? Ich glaube, das Game war sehr verwirrt. Ah, das ist also die Festung des Kriegers. Ja, dieser Weg steht uns nun offen. Hashtag Türgeräusch. Wenn wir da reingehen, heißt es er oder wir, richtig? Er besitzt etwas von der Essenz des Ortes. Die müssen wir befreien, um Ahriman einzuschließen. Dann weicht nicht. Ihr wollt immer noch glauben, der Krieger könnte gerettet werden, aber er hat sich entschieden. Klettert ihr auf den Turm. Nicht schlapp machen, es muss sein. Da ist die Kraftplatte. Okay. Sie ist aktiv und wartet nur auf uns. Keine Dialoge. Okay, Musik legt direkt los. Mal gucken. Wird diesmal wohl etwas krasser werden. Okay, das ist wohl die letzte Platte. Wir müssen ihn zurückdrängen, über die Kante. Wollt ihr noch lauter rufen? Ich glaube nicht, dass er uns gehört hat. Es ist nicht. Er muss zur Kante! Flieh! Euer Kampf ist sinnlos. Ein Mensch gegen einen Gott. Noch ist er nicht entkommen. Kann dir gleich antworten, Flo. Bring nur eben das hier hinter uns. Das war vor 1000 Jahren. Euer Kampf ist vorüber. Euer Volk ist tot. Da pa 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 da 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 da. Seid frei. Na, er will nicht frei sein. Er geht lieber. Ist er tot? Könnt ihr die Heilung ohne seinen Körper durchführen? Nimmt nicht ab, ja. Oh, noch eine große Platte. Ich wette, wir müssen nochmal gegen ihn kämpfen. Wie sie gerade stand. Sie ist gebackt. Alles in Ordnung?
Nee, ich glaube, ihr tun langsam die Füße weh, weil sie keine Schuhe hat. Oh, klasse. Jetzt brennt er auch noch. Wieso brennt er jetzt auf einmal? Wow! Die Heilung hat ihn wohl verletzt. Er wird reicher. Nein! Ja, sag einmal! Ihr habt euer Volk gerettet! Jetzt reicht's mir aber. Wie oft soll ich dich denn noch parryen? Ich glaube, ich muss jetzt nur aushalten, oder? Sterbt ehrenvoll! Du schoss einen Eid! Ihr könnt dagegen ankämpfen! Wir hören nicht auf euch! Also Ahriman hat wohl gerade gesagt, Verrat, du wolltest dienen bis zum Ende der Zeit. Oh, Entschuldigung, Elika. Okay, ich glaube, ich muss hier einfach nur parryen bis zum Gehtnimmer. Er verbrennt von selber. Stop! I'm the parry god. You can't kill me, my man. Okay, vielleicht doch. Hä? Wieso? Ach, weil Elika auf dem Boden war, oder was? Toll. David, die Plattform ist jetzt sehr klein. Ja, und was habt ihr so gemacht heute? War ein geiler Tag bei euch, ja? Also ich bin hier ein bisschen am Parryen, ne? Sag ich, wie es ist. Bester Bossfight ever, ganz genau, Flo. Er verbrennt von selbst und ich parry ihn bis zum Untergang. Mein Schild wird nicht halten. Oh Gott. Ja, das ist krass. Ich weiß gar nicht, ob Blocken reichen würde, aber mit Parrying kriege ich halt gar keinen Schaden. Also ich hoffe, er verbrennt. Vielleicht gibt es ja eigentlich eine andere Bossmechanik, bei der ich bloß noch nicht durchgeblickt habe. Weiß ich nicht. So, haben wir es jetzt? Ja, okay, es passt. Vergebt mir. Vergebt meine Leute. Man wird euch verzeihen. Oh, ich habe Lichtkeime bekommen. Tatsächlich. Elika. Ich sagte doch, nicht zögern. Er rettete uns. Er wollte uns töten und wir hatten Glück. Strapaziert es nicht noch mehr. Schon gut. Hier sind wir sicher. Okay, sicher war vielleicht etwas übertrieben.